Und da habe ich dich immer für eine so komplizierte Kreatur gehalten, die niemals auf so schlichte Methoden wie das Ertränken von Kummer verfallen würde. Es gibt Sorgen, bei denen hilft einfach keine andere Medizin. Genau, einfach einen Schnaps reinknallen, damit alles besser. Man kann über Sienna sagen, was man will. Kompromisslos war sie. Nun allerdings, es wäre ihr gut bekommen, wenn sie eine etwas philosophischere Herangehensweise gewählt und hin und wieder ihre eigenen Handlungen in Frage gestellt hätte. Dafür ist es nun ein wenig zu spät. Ein klein wenig. Wie findest du meinen Brand? Zu stark? Na, knallt ganz gut. Genau richtig. Der örtlichen Alraunen, der Varietät Diavolis sei Dank. Die Wurzeln, die hier in der Vulkanerde wachsen, haben ein einmaliges Geschmacksprofil und eine außergewöhnlich dunkelbraune Färbung. Faszinierend. Ich kann nur sagen, dass diese Charge gelungen ist. Eigentlich wäre es klug, ein paar Wurzeln zu lagern. Würdest du mich begleiten? Na klar. Ein paar Alraunen sammeln. Im Dunkeln? Ehrlich? Da sieht man so wenig. Du willst jetzt im Dunkeln nach Wurzeln graben? Och, Geralt. Selbst wenn ich dir zugestehe, vergessen zu haben, dass ich als Vampir im Dunkeln hervorragend sehen kann. Nehme ich dir doch nicht ab, vergessen zu haben, dass du selbst dunkelsichtig bist. Also, wollen wir? Ja, ist ja gut. Komm, wir sammeln ein paar Alraunen. Eine gute Idee. Mal sehen, was los. Der Aal so raunt. Aber dir ist klar, dass diese Variante hochgiftig ist. Auch für Hexer. Kein Problem. Ich lasse Sicherheit und Hygiene bei der Alchemie niemals außer Acht. Hier, Handschuhe und Maske. Oh. Damit solltest du außer Gefahr sein. Danke. Also gut, dann mal los. Optional, lege Maske und Handschuhe an. Das ist wirklich optional. Ich glaube, das ist wichtig. Oh, ich wollte nicht Karte, sondern Inventar natürlich. Weil sonst gehen wir doch kaputt. So, Allraunenmaske. Ach, die ist nicht hier, sondern bei Questgegenstände wahrscheinlich. Genau, Handschuhe zum Allraunensammeln. Flup. Und Maske zum Allraunensammeln. Flup. Oh, wie geil sieht die denn aus? Wie so eine Gasmaske aus dem Ersten Weltkrieg. Woran denkst du? Succubus-Titten. Sei doch nicht so vulgär. Ich dachte daran, dass alles interessant aussieht, wenn es richtig beleuchtet wird. Na, wo du recht hast. So, jetzt wird nämlich alles richtig beleuchtet. Auch alte Nekrophagenkadaver? Du hast wirklich gar keine Kultur, oder? Naja, ein oder zwei Kultur könnte ich schon haben. Es sind nur so viele Grabsteine. Kann man die alle lesen? Kaitoni Kaputstinski wusste, wie man noch den wolkigsten Tag zum Strahlen kriegt. Seid gewarnt. So, hier sollen irgendwo Alraunen raunen. Andrews Dopper, herzoglicher Mittler, Liebhaber nilfgaardischer Lebkuchen. Oh, Lebkuchen. Kann ich mich so reinlegen. Lebkuchen sind so geil. Ich weiß, es ist erst September, aber ich habe schon zu viele Lebkuchen gegessen. Naja, eigentlich habe ich genug Lebkuchen gegessen. Ich finde es immer geil, wenn die ersten Lebkuchen rauskommen. So Mitte September meistens. Da stürze ich mich sofort drauf. So, hier wohnt eine Alraune. Gesammelte Alraunenwurzeln. Wunderbar. Und was ist hier? Martina Lipinska, Ingenieurin und Mopsliebhaberin, behob die vertracktesten technischen Probleme im Herzogtum mit der Anmut einer Ballerina. Und sie mochte anscheinend Möpse, darum sind hier zwei Hunde abgebildet, die allerdings offensichtlich keine Möpse sind, sondern eher Großkatzen. Aber nun gut. So, wo war ich stehen geblieben? Bei Lebkuchen, genau. Oh, Lebkuchen finde ich so super. So, hier soll noch irgendwo eine zweite Alraune sein. Da! Nimm die so lange. Zack. Und schon habe ich zwei Alraunen gefunden. Regis? Wo ist dieser Blutsauger hin? Wird Regis? Nicht leicht zu finden sein. Ist schließlich ein Vampir. Regis, hast du dich Regis! Versteckt? Regis! Vielleicht sollte ich seinen Fußspuren folgen. Das könnte helfen. Regis, wo bist du denn hin? Verdammt, wo steckst du?
Da hinten sind Geräusche. Ach, Regis, wie weit bist du denn gewandert? Nur für eine Allraune? Regis! Was ist denn hier los? Oh! Du hast eine Blutzange gefunden. Wo hast du die denn her? So. Oh, ich habe Regis aus Versehen gehauen. Tut mir leid, Kumpel. Diese Buchse haben dich einen Verräter genannt. Tja. Wir Vampire haben einen sehr einfachen Ehrenkodex. Man könnte ihn trivial nennen. Entweder ist jemand für uns, uneingeschränkt und unabhängig von den Umständen, oder... Gegen euch. Sie werden also keine Ruhe geben. Nein, werden sie nicht. Zum Glück gibt es noch eine Regel, eine ungeschriebene, genauso trivial. Sie lässt sich mit aus den Augen, aus dem Sinn zusammenfassen. Okay, also wenn du untertauchst, hast Darum du Ruhe? Darum muss ich Toussaint verlassen. Vermutlich für geraume Zeit. Hm. Ja, verstehe. Ach, gehen wir in mein Lager. Ich habe das überwältigende Bedürfnis, etwas zu trinken. Hervorragendes Bouquet. Entwickelt sich sanft, überrascht im Abgang. Weißt du nicht? So wie deine Mutter. Entschuldigung. Dann wird es aber Zeit. Schließlich gehört dir jetzt das Weingut Corvo Bianco. Übrigens habe ich dir ein Geschenk in dein Haus heimgelegt. Ein Geschenk? Auf den Nachttisch. Ein Geschenk? Danke. Verrätst du mir, was es ist? Ich mag Geschenke. Eine Kleinigkeit, die dir nützlich sein wird, wenn du Mutagene brauchst. Geschenke finde ich weißt super. Weißt du übrigens schon, was du mit deinem Preis machst? Hängst du die Schwerter jetzt über den Kamin und stutzt Weinreben? Ah, ist unwahrscheinlich, oder? Aber ganz ehrlich, ich hab Bock, mich da niederzulassen. Ich finde meinen Weingut richtig super. Und wenn Yennefer vielleicht auch noch mit herzieht, dann könnten die zwei ja vielleicht da sich niederlassen und Wein anbauen. Vielleicht mache ich das wirklich. Lach nicht. Es muss ja nicht heute oder morgen sein. Ja, aber übermorgen. Unter Umständen. Eines Tages will ich wissen, wie es ist, morgens im eigenen Bett aufzuwachen. Hör auf! Du klingst so sentimental, dass mir die Fangzähne schmerzen. Was dann? Schreibst du deine Memoiren wie Rittersporn? Kein schlechter Plan. Die verkaufen sich bestimmt super. Und ich können dann verfilmt noch, werden. Dass wir uns hier in der Nähe mal vor einem Schneesturm versteckt haben. Erinnerst du dich? Nein. Natürlich. Doch, ja, wir sicher, waren unterwegs, klar. Unterwegs, um Ciri vor Vilgefortz zu retten. Was für ein An Vogelfortz? Das Treffen mit Vilgefortz denke ich nicht so gerne. Trotzdem war jener erste Aufenthalt in Beauclair viel ruhiger als dieser. Damals schien es das reinste Märchenreich zu sein. Das einzige Problem war, dass die Keller zu klein für den ganzen Wein waren. Der Schein, Geralt. Der Schein kann trügen wie ein Blender oder Doppler. Sag mal, Geralt, was ist aus Vilgefortz geworden? Der furzt gar nicht mehr. Ich habe ihn getötet. War nicht einfach. Und du? Weißt du schon, wohin du gehst? Möglichst weit weg. Vermutlich ziehe ich nach Süden. Nach Nilfgaard? Warum nicht? Die Nilfgaarder sind eine moderne Gesellschaft. Da glaubt niemand mehr an Vampire. Das ist meinem Inkognito-Dasein sehr zuträglich. Guter Punkt. Hm. Interessanter Gesichtspunkt. Ich bin genau da, wo ich sein will. Bleiben wir noch eine Weile? Aber gerne. Sehr gern, mein Freund. Wir waren Zeugen, manchmal auch Urheber zahlreicher einschneidender Ereignisse. Es war aufreibend. Wir haben eine Pause verdient. Du sagst es, mein Freund, du sagst Allerdings. Es. Eine kurze Pause.
Noch ein letztes Lächeln in die Kamera. Und damit ist es vollbracht. Das war The Witcher 3 Blood and Wine. Und? Alter, war das geil oder was? Junge, das DLC, ja? Mittlerweile sind die Ansprüche an ein DLC sehr niedrig, würde ich sagen. Niedlich. Wir haben sehr niedliche Ansprüche an herunterladbaren Inhalt. Nee, aber DLCs, weißt du, da kriegst du oft, keine Ahnung, 2 Missionen oder kriegst, keine Ahnung, eine Pferdedecke für dein Pferd und ein neues Schwert oder so bei manchen Sachen. Und hier kriegst du so eine riesen Story mit einer neuen Umgebung, mit geilen Charakteren, mit neuen Geschichten. Alter, sehr, sehr gelungen. Sehr gelungen. Also, muss ich schon sagen. Sehr geil. Und sehr schade, dass es der letzte DLC war für The Witcher 3 und dass das Spiel damit jetzt leider endgültig zu Ende ist. Aber nun gut, auch ein super geiles Spiel geht irgendwann mal zu Ende und das ist der Lauf der Dinge. Damit müssen wir leben. Und eigentlich bleiben dann nur noch 2 Fragen, die ich habe. Nämlich, was für ein Geschenk hat der gute Regis mir auf meinen Nachttisch in meinem Haus gelegt? Und zweitens, wie wird das mein Porträt aussehen, das ich noch gemalt haben muss? Eigentlich muss ich das nochmal ganz kurz mir ansehen. Ich bin ja, also ich meine, ich bin schon für einen Abspann, aber ich lese mir den Abspann nicht unbedingt immer so intensiv durch. Ich weiß nicht, wie lang der jetzt ist oder ob wir den eventuell abbrechen können. Können wir. Ich würde wirklich gerne nach Hause gehen. Das würde ich in der Tat gerne. Geh nach Hause. Geh nach Hause. Erstmal, es ist Tag. Wir meditieren mal, bis unsere Nachteule weg ist. Ah, hier haben wir schön mit dem guten Regis gesessen, einen gesoffen. Wem gehört die Hütte da unten? Ein neuer Tag bricht heran. Es muss weitergehen. Die Herzogin ist tot. Es lebe die neue Herzogin, der neue Herzog. Ich weiß nicht, wer jetzt... Ach, ein Hund. Der hat mich ja... Das Herzogtum ist klein. Aber wer würde seine Weine nicht kennen? Tja, wer würde? So, ich muss mal ganz kurz auf die Karte. Wie weit bin ich denn von zu Hause entfernt? Recht. Da ist auch noch eine verfügbare Quest. Es gibt tatsächlich noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Und das werde ich auch noch machen. Jetzt zum Abschluss. Einfach zum Abschluss. Wir haben noch da eine Quest. Wir haben auch noch... Dings. Bums. Das Porträt, das noch gemalt werden soll. Warte, kann ich das einmal... Nebenquests. Wo ist denn das Porträt? Da. Nimm das so lange. Triff dich gegen Mittag mit dem Maler beim Westtor des Palastes. Das werde ich jetzt erstmal machen. Weil so ein geiles Porträt... Oh, warte, das ist ja ganz in der Nähe hier. Da muss ich ja gar nicht so weit... Oder doch? Nee, doch, ist da. Da werde ich auch die Schnellreise benutzen. Ist das Nützlichste. Dann kriege ich ein schönes Porträt von mir selbst. Ich hoffe, das kriege ich auch. Schließlich, wenn ich schon ein Porträt sitze, dann will ich das Porträt auch haben. So, wir reisen da mal ganz schnell hin. Dann dürfte es auch ungefähr Mittag sein, oder? Naja, 8.23 Uhr ist nicht unbedingt Mittag, aber... Das Licht ist gerade nicht ideal. Kannst du gegen Mittag wiederkommen? Ja, mache ich. Überhaupt kein Problem. Ich warte mal bis um 11. 11 ist ja ungefähr Mittag. Das ist ja in Richtung Mittagszeit. Jeder. Ich bin hier. Gehen wir. Dann müssten wir das beste Tageslicht haben, wenn wir eintreffen. Welch herrliches Chiaroscuro wir schaffen werden. Chiaroscuro. Das esse ich so lecker. Esse ich so gerne. Dann mal los. Gehen wir.
Was tut man nicht für die Kunst? Für die Kunst würde ich alles tun. Besonders mich hinsetzen und angucken lassen. Folge dem Maler. Im herzoglichen Palast hängt ein Werk von mir. Turteltaube über der Heide. Genau wie die Gorgo, die ich mal erlegt habe. Ausgestopft. Vielleicht sogar mit Heidekraut. Ich hatte mal einen Pinsel aus Gorgo-Federn. Es gibt nichts Besseres, um Tempera aufzubringen. Leider hat ihn meine verfluchte Katze geklaut. Was will denn eine Katze mit einem Pinsel? Malen natürlich. Es war ja kein gewöhnlicher Pinsel, sondern ein sagenhafter. Und sagenhaft teuer. Moment, deine Katze malt? Wenn du das so nennen willst. Sie kopiert eigentlich nur bei den echten Meistern. Und nicht mal gut. Deine Katze? Ja, Pierre-Auguste Moustacherois. Kein Wunder, dass du noch nicht von ihm gehört hast. Er ist so ein zweitklassiger Pinselschwinger. Und ein Dieb. Und eine Katze. Nun gehen wir zu Fuß weiter. Ja, wir sind ja... Achso, ich dachte, wir wollten uns hier hinsetzen, bei dem Misthaufen. Aber nö, wir gehen anscheinend noch ein bisschen höher. Rosenbaumhügel. Guten Tag. Meine Damen, meine Herren, werte Lehnsherren, verzeiht meine Direktheit. Doch habt ihr hier womöglich Farben und Pinsel gefunden? Eugenie, ich glaube fast, der Bauer will was von uns. Meine Farben, meine Pinsel, alles war vorbereitet, sie waren hier. Wir haben hier kein Handwerkszeug gefunden, guter Mann. Das versichere ich ihm. Das klingt nach einer Lüge. Ja, und wie? Wie soll ich denn ohne Farben arbeiten? Ich bin am Ende. Sofern du nicht so großherzig sein willst, sie mir zu suchen. Ja, aber natürlich suche ich sie dir. Dafür bin ich doch hier. Aber hast du nicht zufällig noch andere Farben mit? Wahrscheinlich nicht, und, nein. Ersatz hast du keinen? Nein. Da ist ich nur Kopfschütteln. Schwöre, soll ich denn mit Holzkohle schmieren wie ein Tier? Ja, dafür sind Tiere ja bekannt. Ach, verdammt. Du bist sicher, dass sie hier waren? Oh ja, genau hier. Ich hatte alles vorbereitet. Geplant, geordnet, organisiert. Na, dann müssen die ja noch hier irgendwo sein. Vielleicht sind sie da runtergepurzelt. Na schön. Ich sehe mich mal um. Ich schaue mich um. Hier muss ja wohl noch eine Spur von der Farbe sein. Ich glaube, das Leben imitiert die Kunst. Nicht andersherum. Ganz recht, Fingal. Denk nur an Baron de Cordel. Oh ja, der hat sich die Nase von einem Magier vergrößern lassen, nachdem er das Stück von der Rep Carrèche gesehen hat. Und mit seiner Cousine trifft er sich jetzt auch. Erstmal Gespräche belauschen, da vorne sehe ich irgendwas. Hier ist irgendwas. Ausgelaufene Farbe. Stinkt enorm nach Terpentin. Terpentin. Spuren. Fußspuren. Deutlich, aber seltsam klein. Von einem Kind? Und den Geruch nehme ich ja auch wahr. Fußspuren. Verschmiert. Ha, wir sollten dem Ganzen mal folgen. Oh, die Spuren hören einfach auf. Das ist aber... Ja, geht aber der Geruch weiter. Dann werde ich mal dem Geruch folgen. Hat am Ende irgendjemand die Farbe stibitzt? Es erscheint mir fast so. Eine Kreatur mit kleinen Füßen. Deine Mutter kann es ja schon mal nicht gewesen sein. Noch ein Fleck. Das könnte eine Spur sein. Ja. Ich höre Geräusche von Wölfen. Hier geht der Geruch weiter. Oh, Pilze. Und geht nun offensichtlich hier hinein, in die Höhle. Fußspur. Deutlich, aber seltsam klein. Wer immer die Farbe hat, ging hier in die Höhle, in die Hölle hinein. Siehst du, da ist schon wieder irgendwas. Noch ein Fleck. Das könnte eine Spur sein. Das ist eine Spur. Vielleicht hat das Skelett da vorne die Farbe mitgenommen. Nö, nur ein Schädel und eine Kerze. Nun gut.
Oha, was ist da unten los? Necker sind mit den Farben verschwunden. Necker! Die Frage. Was wollen Necker mit Farbe? Was wollen Necker mit Farbe? Kann mir das irgendjemand beantworten? Diese Necker. Weißt du, die ganze Zeit am Rumneckern, aber die Farbe wollen sie dann trotzdem klauen. Leerer Behälter. Nützt dem Maler nichts. Nee, eher nicht. Aber da vorne sind noch Behälter, die sehen voll aus. Malutensilien. Die Farben sehen noch ganz intakt aus. Der Maler müsste sie noch benutzen können. Ich weiß immer noch nicht, was die Necker mit dem Zeug wollten. Na, die werden schon ihren Plan gehabt haben. Die wollten wahrscheinlich Bodypainting veranstalten oder so. So. Natürlich. Huch. Oh, jetzt habe ich aus wie den ganzen. Warte ich aus wie den ganzen Tag. Ich wollte eigentlich eine Stunde vormachen, nicht eine Stunde zurück. Aber gut, der Maler wird sicher noch dort auf mich warten. Der steht einfach den ganzen Tag da rum. Die ganze Nacht und den ganzen folgenden Tag. Und fragt sich, wo der Hexer abgeblieben ist. Aber keine Sorge, guter Mann. Ich habe deine Farbe gefunden. Und die Trottel sitzen auch noch rum. Hey da, guck mal, was ich gefunden habe. Bei den Neckern. Ich habe deinen Kram gefunden. Herrlich. Wo denn? Und... Ist das alles? Ich hatte viel mehr Sachen. Beschwer dich bei den Neckern. Hättest sie nicht rumliegen lassen sollen. Ich bin einer Farbspur gefolgt und habe ein Neckernest gefunden. Die Biester haben sich mit dem Kram davon gemacht. Und sie haben damit ein Fresko an die Höhlenwand gemalt. Echt? Sieht nach einer Kampfszene aus. Ehrlich? Das habe ich gar nicht gesehen. Sie haben wohl die Farbe wütend an die Wand geworfen. Das habe ich echt nicht gesehen. Gut jedenfalls, dass du die Grundfarbe. Wir haben ein Fresko gemalt? Wollen wir? Das habe ich nicht gesehen. Ich habe einen besseren Platz gefunden. Manno, ich habe das... Bin ich da echt so blind gewesen, dass ich das nicht gesehen habe? Na gut, wir folgen nochmal dem Maler. Du hast einen besseren Platz zum Malen gefunden. Führe uns dorthin, guter Mann. Zack, zack. Was für ein Glück wir mit dem Wetter haben. Ja. Das Licht ist einfach vollkommen. Es ist tatsächlich sehr schön. Wird es lange dauern, das Meisterwerk zu malen? Ach, nur 6 Stunden. Ach, das geht ja. Mehr wird die Sonne uns nicht erlauben. Aber die Zeit wird verfliegen. Wir schwatzen ein wenig, erzählen uns Geschichten. Ja, lass super. Mich eben einen Trank kippen. Dann verfliegt die Zeit im Rausch. Ich brauche keine Geschichten. Was? Nein, nein, nein. Dein Ausdruck, die Haltung, das muss genauso bleiben. Wenn du betäubt bist, fehlt doch das Feuer in deinem Blick. Tränke sind verboten. Sei doch mal flexibel. Kannst das Werk ja besinnungsloser Hexer im Heidekraut. Du scherzt. Ein alberner Hexer. Ja, ich scherze andauernd. Dafür bin ich bekannt. Man nennt mich auch den lustigen Hexer. So, wo ist denn jetzt deine super Stelle zum Malen? Wir müssen ja irgendwann mal anfangen. Hier oben? Das sieht doch gut aus, oder? Halt! Genau, auf der Cliffkante. Ja, sieh nur das Panorama. Atemberaubend. Wie geschaffen als Hintergrund unseres Meisterwerks. Das ist in der Tat sehr, sehr schön. Mhm. Muss ich ehrlich sagen. Ganz nett, glaube ich. Ich frage mich, warum niemand hierher kommt. Ah, unwichtig. So, nun musst du genau überlegen, in welcher Pose du unsterblich werden willst. Jawohl, ich überlege. Ah, was eine Aussicht. Einige Zeit später. So, alles können wir anfangen? Bereit. Lass uns beginnen. Hast du dich bereits für eine Pose entschieden? Ich bin nicht sicher. Was für Posen stehen denn zur Auswahl? Auf dem Pferd, heldenhaft, entspannt. Auf dem Pferd? Nun, da wäre natürlich Plötze mit dem Bild. Plötze hat ja auch ein bisschen Ruhm verdient. Heldenhaft? Sehe ich mich als Held? Entspannt.
irgendwie entspannt, oder? Entspannt klingt irgendwie richtig. Ich werde mich hinlegen. Was? Dann kann ich ein Nickerchen halten, während du meinst. Das meinte ich nicht mit entspannt. Der Held beim Rasten, seitlich gebettet, gestützt Nein. auf den Ellbogen. Nein. Der Blick in die Ferne gerichtet. Die Gedanken beim letzten Sieg. Später auf der Seite liegen. Kadaver ergänzen. Wobei ein Nickerchen natürlich ausgeschlossen ist. Das Thema hatten wir schon. Kann ich anfangen? Oder ziehst du doch eine dynamischere Pose vor? Ich weiß nicht, auf der Seite liegend erscheint mir doch nicht so ganz richtig. Ich versuche es lieber anders. Weißt du was, dann gebe ich Plötze eine Chance. Wie wär's denn damit? Wie wäre es auf dem Pferd? Ich meine, Plötze hat auch ein Denkmal. Ja, ganz genau. Ein Pferd. Sensationell. Aber wir sollten Nein. mein Pferd Alexander wählen. Nein. Ich habe ihm das Posieren beigebracht. Nein. Nein. Plötze ist mein Pferd. Ich male später einen Greifenkadaver dazu. Nun erhebe stolz das Haupt und streck die Brust. Ich will aber raus. Plötze mit auf dem Bild so, haben. Raus mit den Haxen. Hört das Pferd überhaupt zu? Kann Dein Pferd ist doof. Oder ziehst du doch eine andere Pose vor? Definitiv eine andere. Ich will Plötze mit auf dem Pferd haben, auf dem Bild haben oder gar kein Pferd. Ich versuche lieber was anderes. Dann bleibt ja wohl nur noch heldenhaft. Man zwingt mich quasi dazu. Kann ich hier dazu. Vielleicht einfach mit dem Schwert in der Hand stehen? Wunderbar. Eine Heldenpose, aber natürlich. Der stolze Recke, das erhobene Schwert. Bereit, sich zu stürzen auf... Naja, diese Weide da drüben. Ich male später einen Greifen rein. Wunderbar. Soll ich anfangen oder ziehst du doch eine andere Pose vor? Nein, ich würde sagen, jetzt kannst du anfangen. Ja, das sieht gut aus. Du kannst loslegen. Dann sei so gut und schau mich so an, wie du geschaut hast, als ich dich fragte, ob du mit mir arbeitest. Dieser Verwirrt? Blick des wildwütenden Widders, der schon die Hörner senkt. Ja, genau. So bleiben. Nicht wackeln. Für 6 Stunden ungefähr. Einige Stunden später. Er ist fleißig am Malen. Wird das noch lange dauern? Nein, gar nicht mehr lange. Schließlich ist das Tageslicht bald weg. Jetzt halt bitte den Kopf still, in der gleichen Position. Gut, ich versuch's. Außerdem versuche ich nie wieder einem Maler zu vertrauen. Greif! Was? Ja, weiß schon. Du Nein, greif! Guck mal! Götter! Ein Greif! Was macht der denn hier? Wer hat den eingeladen? Holy fuck! Und versteck dich! Frau Mutter! Himmel hilf, ein Greif! Töte den Greifen. Ja, das musst du mir nicht zweimal sagen. Einmal reicht. Ah! Und der Maler sagte noch, es kommen. Ich verstehe nicht, warum so selten Leute hier kommen. Eventuell, weil hier ein Greif haust. Au! Komm schon, du Mistvieh! Ah. Scheiße! So, jetzt hat sie sich ausgegreift. Oder, gegriffen. Erledigt. Ist es sicher? Yep. Ja, komm raus. Kein Wunder, dass nie jemand herkommt. Das ist ein Greifenrevier. War ein Greifenrevier? Das Ding hat mich zu Tode erschreckt. Verständlich. Nicht ganz. Du lebst ja noch. Weil dein Modell ein Hexer war. Was macht das Bild? Hat es auch überlebt? Hat es. Aber ich kann es dir noch nicht zeigen. Ich zeige niemals unvollendete Werke. Morgen Nachmittag kannst du es sehen, wo wir uns getroffen haben. Ich werde es auf dem Marktplatz ausstellen. Okay. Puh, was für eine monströse Bestie. Wollen wir sie im Bild verewigen? Na klar, hau sie mit rein. Ja, mal ihn rein. Du kannst den Kadaver als Modell nehmen. Passt doch. Interessante Farbpalette.
Und die Texturen. Das funktioniert. Ja, das funktioniert. Aber ich werde ihn später malen. In der Enzyklopädie Maxima Mundi ist eine vorzügliche Illustration. Dieses Exemplar ist doch ziemlich zerhackt. Ziemlich zerhackt. Ja, gut. Sehr schön. Das reicht erstmal. Die Feinheiten mache ich später. In diesem Zwielicht hat es keinen Sinn. Der Lohn für deine Mühen. Danke. Und ich danke dir, dass du mein Leben gerettet hast. Ach, da nicht für. Wobei du damit auch dein Ebenbild gerettet hast. Für die Nachwelt. Was tut man nicht alles für die Nachwelt? Warte einen Tag, um dein Bildnis zu sehen. Also erstmal werde ich natürlich den Greifen ausnehmen. Huch. Genau, einmal in den Greifen reinhacken mit dem Messerchen und schon ist der Kopf ab. So, aber den Rest will ich auch haben. Danke. Okay.